Ein bewaffneter Angreifer erschießt am Sonntag in einem Restaurant am Stadtrand von Nashville im US-Staat Tennessee 4 Menschen. Der Schütze hat 3 Personen getötet, 2 außerhalb des Restaurants und eine drinnen. Eine weitere Person, die im Restaurant verwundet wurde, ist seitdem gestorben, also sind 4 Personen verstorben. Gegen 3.25 Uhr Ortszeit dringt der Verdächtige nackt in das Restaurant ein. Dabei schießt er wild um sich und verletzt mehrere Personen. Einer der Gäste wirft sich dem Amokläufer heldenhaft entgegen. Da ist ein Held, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Aber als der Schütze nachgeladen hat, nutzte er die Gelegenheit und rang mit ihm. Die Waffe flog und der Schütze flüchtete. Ich habe mit ihm später gesprochen und gesagt, er sei ein Held. Weil hätte der Typ nachgeladen, dann wären viel mehr Leute im Restaurant gestorben. Der Täter, ein junger weißer Mann, ist immer noch auf der Flucht und wird von einem Großaufgebot der Polizei gesucht.